Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 17 Rating Prediction. Die zweite Episode nach der ersten, die sehr, sehr gut bei euch angekommen ist. Und heute gibt es wieder 5 Spieler, von denen ich das Rating predicten werde, die ihr in den Kommentaren vorgeschlagen habt. Wenn es euch wieder gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vielleicht schon mal wieder die 1000 Likes. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Letztes Mal war es locker easy über 1200 Likes. Danke auf jeden Fall dafür. Bedeutet mir wirklich sehr viel, dass ihr diese Serie auch dieses Jahr wieder feiert. Und wie gesagt, es würde mich freuen, wenn wir auch bei diesem Video hier wieder die 1000 Likes knacken würden. Die Spieler bzw. die Ratings und die Upgrades teilweise auch hätten es auf jeden Fall verdient. Und ich bin gespannt, was heute für Vorschläge reinkommen. Schreibt sie in die Kommentare. Schaut bei LG Volt vorbei. Rabatt, Comax, DMTV, 6% auf eure Bestellung. Schaut bei den Social Media Links vorbei und wir starten durch mit der ersten Karte. Und die stammt von einem Spieler, der sich richtig stark entwickelt der letzte Saison. Und zwar von Christensen von Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, Andreas heißt er. Ich bin mir relativ sicher. 70er Rating, Team of the Season. Silberkarte mit 74 und richtig genialen Werten und einfach aufgrund seiner extrem starken Saison auch ein ganz hohes Preisschild, was der FC Chelsea, der Ursprungsverein, sage ich jetzt mal, von Christensen für ihn ja quasi rausgestellt hat. Ich glaube, sie haben da ja im Endeffekt Ablösesumme von 18 Millionen von Gladbach abgelehnt für ihn. Das liegt daran, dass er ein Megatalent ist. Ich glaube, 19 Jahre alt, vielleicht mittlerweile 20, aber einfach sowas von stark. Hat so krank gespielt die Saison und hat halt auch noch eine Menge Potenzial. Dementsprechend momentan für mich ein 76er Rating. Ja, seht ihr ja auch schon ein bisschen länger da stehen. Plus 10 Shooting, weil der einfach Offensivqualität bewiesen hat letzte Saison. 77 Defending, 76 Physis. Sieht sehr stark aus. Auch durch seine Team of the Season Karte ist die Goldkarte gerechtfertigt. Ich bin aber gespannt, ob der wirklich für immer bei Gladbach bleibt oder zumindest mal von Gladbach wirklich fest verpflichtet wird oder ob Chelsea den irgendwann zurückholt. Auf jeden Fall hat er eine blühende Zukunft vor sich, wenn er sich so weiterentwickelt und so weiter spielt. Ist ein richtig klasse Verteidiger, mag er extrem gerne und wie gesagt, ich bin gespannt, was da noch gehen wird. Die Karte hat plus 6, ich könnte mir auch plus 7 vorstellen, also 77, aber müssen wir mal warten, was hier jeder macht. Trotzdem kann man das auf jeden Fall so durchgehen lassen und damit kommen wir zur zweiten Karte für diese Episode und auch bei der, genauso wie bei jeder anderen in dieser Episode. Ihr könnt auch Downgrades vorschlagen. Gibt es wieder ein schönes Upgrade und zwar diesmal für Joshua Kimmich. 70er Rating ebenfalls und 77 gebe ich ihm jetzt hier. Einfach mal aufgrund dessen, dass er beim FC Bayern München, dem deutschen Meister, dem Rekordmeister, absolut genial gespielt hat, obwohl das keiner von ihm erwartet hat. Er kam von RB Leipzig allein und gesagt, ach, wird doch sowieso nichts werden im Endeffekt. Er kam von Stuttgart offiziell, hat bei Leipzig gespielt. Er wird bei Bayern untergehen. Und im Endeffekt, aufgrund auch der Verletzung beim FCB, hat er dann richtig kranke Einsätze gehabt. Auf der Innenverteidigerposition. Ich habe ihn jetzt hier trotzdem ins zentrale Mittelfeld gepackt, einfach weil das für mich seine Standardposition ist. Man muss schauen, wo er spielen wird. Er kann ja auch Rechtsverteidiger, hat er bei der Nationalelf jetzt gemacht. Aber trotzdem, ich habe ihn jetzt ins zentrale Mittelfeld gepackt. Plus 10 Pace, plus 7 Dribbling, plus 7 Shooting, plus 5 Passen, plus 14 Defending und plus 6 Physis. Das passt dann ganz gut mit der 77er Karte. Hätte auf jeden Fall verdient. Wenn du bei Bayern teilweise Stammspieler bist, dann musst du einfach auch so eine gute Karte haben. Da geht nichts drum rum in meinen Augen. Und dementsprechend hat er halt diese 77 verdient. Ich bin gespannt, wie er sich nächste Saison weiterentwickeln wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er unter Ancelotti weiterhin viele Einsätze bekommt, dass er eventuell sogar zu noch einem größeren Spieler heranreift. Und er ist noch extrem jung, genauso wie Christensen auch, hat also noch eine Menge Potenzial, hat ein kleines Booby-Face, vielleicht entwickelt sich das auch noch ein bisschen weiter und dann haben wir irgendwann einen richtig krassen Spieler wieder für die deutsche Nationalmannschaft gewonnen. Vielleicht ja sogar als Rechtsverteidiger, aber welches System der Italiener bei Bayern spielen wird, da steht dann noch so ein bisschen in den Sternen. Wer nicht mehr in den Sternen steht, sondern bereits ein Weltstar ist und gerade bei der EM sich auch wieder bewiesen hat, ist der nächste Spieler, den ich hier predikte und zwar ist das Antoine Griezmann, der Hotline Bling Celebrator, der Deutschland aus dem Halbfinale aus der EM geschossen hat. Er hat momentan eine 84er Karte. Ich habe die Position Change Karte hier genommen auf dem rechten Flügel, aber nur um zu verdeutlichen, dass der Junge früher Flügelspieler war und mittlerweile bei Atletico als Stürmer komplett durchgedreht ist. Auch bei der EM, er war für mich der Spieler des Turniers, absolut geniale Leistung gebracht, auch bei Atletico richtig stark gespielt, mit dafür verantwortlich gewesen, dass sie im Champions-League-Finale waren, leider nicht Meister geworden, beziehungsweise auch da im Endeffekt nur Dritter gewesen, den Pokal auch nicht gewonnen, aber trotzdem eine ziemlich, ziemlich kranke Saison gespielt, auch mit Frankreich und dementsprechend das Upgrade auf 86, das ist das Rating, was momentan Benzema hat, der ja bei der EM nicht dabei war, aber ich denke auch nicht, dass Benzema besser gespielt hätte als Griezmann. Ich glaube, er war Torschützenkönig, wenn ich mich recht erinnere. Und dementsprechend auch das Shooting-Upgrade auf 85. Er bleibt Stürmer in meinen Augen. 88 Tempo, 87 Dribbling, 81 Passen, 85 Shooting und 72 Physis. Er kann alles. Er kann köpfen, obwohl er relativ klein ist. Er ist schnell, er kann schießen, er kann dribbeln, er kann wirklich alles. Und dementsprechend wäre dieses Upgrade einfach nur gerechtfertigt. Ich mag den extrem gerne und ich hoffe, dass er bei Atletico bleibt. Wenn nicht, dann soll er bitte zu einem Verein gehen, wo er auch Spielpraxis bekommt. Denn wenn er, und auf der richtigen Position, weil für mich ist er ein Stürmer, wenn der so weitermacht, dann wird
könnte eventuell irgendwann noch höher schießen, weil er ist ja auch noch jung, er kann sich noch entwickeln und das ist einfach richtig nice. 86 wäre für mich angemessen. Eure Meinung, schreibt es in die Kommentare. Hätte er der Spieler der EM werden sollen, sollte er Europas Fußball des Jahres werden. Ich könnte es mir vorstellen, auch wenn ich glaube, es wird Ronaldo, aber das ist eine andere Geschichte. Wir kommen zum vierten Spieler für diese Episode und das ist ein Dortmunder und zwar Emre Mor, ein neuer Dortmunder. Letztes Jahr gab es den noch gar nicht, hat bei Nordsjælland gespielt, ist dann ja im Winter irgendwann mal so ein bisschen, ja, in, ich sag mal nicht Verruf, sondern ja, ins positive Gerede geraten, beziehungsweise gekommen. Und man hat so ein bisschen bemerkt, ah, da ist einer. Dann haben sich mehrere Vereine für ihn interessiert. Otto Addo hat ihm empfohlen, in der Bundesliga zu gehen. Und ja, im Endeffekt hat Borussia Dortmund gesagt, vor der EM noch, ey, wir holen uns den. Bei der EM hätte dann sein Stern richtig aufgehen können. Allerdings hat die Türkei ja keine guten Leistungen gebracht. Und ja, Emre Mor hat nur marginal, wenn er mal gespielt hat, gezeigt, was er drauf hatte. Aber die Ansätze waren schon richtig, richtig stark. Und dementsprechend kann man einiges von ihm erwarten. Er wird kein krasses Rating bekommen bei Dortmund. Momentan hat er in FIFA ein 61er Rating mit 76 Potenzial. Gerade weil Dortmund ihn jetzt hat, wird er sich, denke ich mal, noch ein bisschen verschieben, gerade in FIFA 17. Aber ich denke, ein 68er Rating wäre zumindest, ich sag mal, realistisch. Dortmund hat 9 Millionen Ablöse für ihn bezahlt, aber er hat sich halt noch nirgendwo wirklich bewiesen, auch auf der internationalen Bühne nicht, weil er halt nicht wirklich was gewonnen hat oder sowas. Dementsprechend muss das noch kommen, aber er wird auf jeden Fall seine Praxis unter Tuchel bekommen. Der hält viele und große Stücke auf ihn und dementsprechend das 68er Rating aktuell. Im Winter kann man immer noch nachbessern, aber 82 Dribbling und 83 Tempo sehen auch auf einer 68er Karte extrem, extrem nice aus. Er ist als Stürmer flexibel einsetzbar, als Flügelspieler. Er kann so gesehen alles und hat eine riesen Zukunft eventuell vor sich, kann alles erreichen. Ich bin gespannt, was da passiert. Skills eventuell. Schreibt mal in die Kommentare, glaubt ihr, dass das passieren sollte oder müsste? Ich bin gespannt und damit kommen wir zur letzten Karte für diese Episode und auch ein Spieler, der bei Dortmund in meinen Augen relativ interessant wäre und zwar Skodran Mustafi. Habe ich ja im Karrieremodus zum BVB gelotst. Momentan ist im Gerede, geht er eventuell zum FC Chelsea, geht er zu Milan. Einige Vereine sind am Spieler von Valencia interessiert, allerdings sind Chelsea und auch Milan beide nicht in der Champions League aktiv und dementsprechend, ja, wäre es für ihn kein großer Vorteil, von Valencia wegzuwechseln, zumal er da eventuell noch mehr Konkurrenz haben könnte und nicht den Stammplatz, den er momentan bei den Spaniern hat. Bei Dortmund würde er Champions League spielen und er könnte die Lücke schließen, die Mats Hummels hinterlassen hat. Bartra macht das in meinen Augen noch nicht. Da braucht man noch einen. Sokratis, Bartra ist interessant, aber Mustafi und Sokratis wäre eine richtig krasse Innenverteidigung. Momentan sieht aber eher so aus, als ob er zu Chelsea gehen würde, deswegen ist die Karte hier bei Chelsea. 83er Rating, plus ein Tempo, plus zwei Dribbling, plus ein Shooting, plus zwei Plassen, plus zwei Defensive und plus ein Physis. Liegt einfach daran, ja, Valencia hat keine krasse Saison gespielt, aber er hatte die meisten Tackles und Interceptions in der ganzen La Liga. Das ist auf jeden Fall schon mal respektabel und er hat bei der Nationalmannschaft eine gewisse Rolle gespielt und wenn er zu einem großen Verein wechselt, ist es meistens sowieso so, dass EA nochmal sagt, hier Ablösesumme, wir müssen nochmal ein Rating draufklatschen. Könnte ich mir dementsprechend vorstellen, sieht auch ganz ordentlich aus, 85 Defending, 70 Tempo, mit einer der besten deutschen Innenverteidiger. Ich mag ihn sowieso, seit der WM 2014, seit er so aus dem Nichts gekommen ist. Er hat seitdem richtig gute Leistungen gebracht und eventuell wird das jetzt sein großer Move zu einem absoluten internationalen Top-Club. Ich bin gespannt, schreibt mir eure Meinung rein. Denkt ihr, dass Skodran Mustafi irgendwie zu einem richtig krassen Club gehen sollte oder sollte er bei Valencia bleiben und auf internationalen Fußball verzichten und dafür die Führungsposition und den Stammplatz sicher haben? Naja, ich bin gespannt auf eure Meinung. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich drüber freuen. 1000 Likes wären, wie gesagt, wieder richtig, richtig nice. Schreibt neue Vorschläge für die nächste Episode in die Kommentare und dann sehen wir uns eventuell schon am Samstag mit der nächsten Folge wieder, je nachdem, ob ihr die 1000 Likes knackt oder nicht. Also ist nicht davon abhängig, aber es hilft auf jeden Fall meiner Motivation, das nächste Video rauszuklatschen. Das war's, bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.